Na Dorian, was guckst du so? Wir waren jetzt gerade auf dem Weg nach Venice und da habe ich rechts am Straßenrand was gesehen, was mich direkt zum U-Turn gezwungen hat. Weißt du, Leute, ich stehe immer noch und versuchen, sich wieder einzufädeln. Tut mir leid, ihr beiden, ich musste da einfach umdrehen, weil dreh mal einfach um 180 Grad. Hans, roter Bruder! Da muss ich doch mal glatt gucken. Weil bis Weihnachten ist ja auch nicht mehr weit, ne? Nö. Wir können ja mal so einen kleinen Porsche-Crashkurs machen, weil wir hier gerade wirklich alles durch die Bank weg vom Porsche haben. Wirklich von den Anfängen, was so aus dem, ja, sag ich mal, noch unten drunter, unter dieser wunderschönen Karosse, unten drunter eigentlich noch ein Käfer ist. Mit vier Trommelbremsen und eigentlich diese Bodenplatte ist eigentlich noch genau gleich wie ein Käfer. Motor auch Vierzylinder-Boxer im Heck. Ich glaube, der hat jetzt 1200 oder 1300 Kubik, irgendwie sowas. Natürlich luftgekühlt. Und danach ging es weiter zu dem, den wir gerade gesehen haben, der rote hinten. Das war so der erste 911 quasi. Und danach kam eigentlich auch schon das G-Modell, was hier steht. Und halt auch dann, also ab da waren 6 Zylinder luftgekühlte Boxermotoren hinten drin, klar, wie immer. Aber alles immer luftgekühlt. Genau bei dem G-Modell auch. Das ist das gleiche Ding, was ich quasi auch, was mir so die Taschen leer zieht zu Hause. Das ist schon Auto-Kunstmuseum so ein bisschen. Wir sind heute hier bei den Hoonigans, in der sogenannten Donut Garage. Kennt ihr bestimmt aus vielen unzähligen YouTube-Videos. Die Jungs haben wir hier auf kleinstem Platz so eine Mini-Driftstrecke quasi. Blendet mal eben was ein. Blendet das mal ein. Timmy blendet mal was ein, genau. Alles klar. Zeige ich aber auch gleich mal hier, wie groß das ist. Also auf den Videos kommt einem das groß vor, aber Krank. Wenn man hier ist, absolut geil. Ja. Du hast ja eine Breite von vielleicht 2 Autos, 2,5, ne? Und die driften hier hoch, da vorne wieder zurück, runter. Das schon. Und diese kleine Rampe, das ist schon mega geil. Trotzdem haben wir hier irgendwie 2 von deren Karren. Das ist einmal das Shitcar, ehemaliger E36. Mit einem 14-Zylinder Turbo und das Geile bei dem ist, dass der Turbolader nicht vorne am Krümmer hängt, sondern in the back. Warte kurz. War das ein Coupé oder war das ein Coupé? Es war mal ein Kompakt und den haben sie eben noch verkürzt. War es ein Kompakt? War das ein Coupé oder war es ein Coupé? Ich meine, es wäre ein Kompakt. Ich weiß nicht, gab es hier überhaupt Kompakt in den Staaten? Bin mir gar nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall hier, ne, Auspuff ganz normal von vorne bis hinten gelegt und hinten sitzt der Turbo dran. Und dann geht es eben, ne, hoch, Ladeluftkühler hier hinten und dann Ladeluftverrohrung vorne übers Dach, vorne runter wieder in den Motor rein. Also eigentlich den längsten Turbo- und Ladeluftweg, den man so gehen kann. Aber einfach ist ja auch ein Shitcar. Ist einfach ein Spaßmobil, hinten abgeschnitten, einfach just do it. Ja. Das ist schon geil. Wenn das nicht genug wäre, man kann es ja noch radikaler machen, dann nimmt man einen, ja, bei uns heißt der Mazda MX-5. Ja, hier ist es ein Miata. Einfach mal alles komplett weg, was man nicht braucht. Guckt so, Jan, das ist wirklich. Ist auch 14er 16 V mit Kompressor und. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Bob Big Boy. Und hier ist ein schönes Freitagabend-Afterwork-Treffen. Eigentlich nur für klassische Autos und Muscle Cars, Hot Rods, keine Ahnung, was hier alles rumsteht. Und sagen, wir schauen einfach mal drüber und wir nehmen euch mit. Genau. Sieht auf jeden Fall von hier, also von da sieht man gar nichts, aber wir sehen schon alles. Das sieht geil aus. Ja. Lass uns mal gucken gehen. Auf geht's. Unglaublich. Kennt man sonst eigentlich nur so aus Filmen oder aus Zeitschriften sowas. Und hier steht es in Real Life vor einem. Das ist schon verrückt zu sehen.
fahren wir jetzt gerade hin? Wir besuchen jetzt Dave. Dave habe ich über Instagram kennengelernt. Der hat auch einen Datsun, einen wunderschönen 240Z. Und ja, ich habe den über Instagram irgendwie kennengelernt, weil ja, das Auto ist, weswegen ich mir eigentlich vor fast einem Jahr auch einen Datsun gekauft habe. Also ich habe dieses Video gesehen bei Petrolicious und habe mich einfach so in dieses Auto verliebt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mir dieses Auto heute mal angucken kann. Es ist zwar leider etwas zerlegt, weil er gerade dabei ist, ein paar Sachen zu restaurieren, aber trotzdem macht er nichts. Kann ich mir das Auto mal angucken. Ja. Ja. Es kann sein, dass Dave wurde irgendwie vorgestern irgendwie am Auge unten operiert. Kann sein, dass er noch so ein bisschen wie so eine Mumie rumläuft, aber egal. Wir sagen einfach mal trotzdem Hallo. Eben. So, ich glaube, wir sind da.